Okay, ich habe, glaube ich, jetzt ein ganz großes Problem. Ja. Proto-Kyogre. Oh. Na, schlimmer, ne? Proto-Kyogre ist ja sofort verwandelt. Mega müssen sich ja theoretisch gesehen erstmal verwandeln. Ja. Aber mein Mate ist gut, weißt du warum? Er wechselt die ganze Zeit Feuer-Pokémon rein, sodass ich nicht gefokust werde. Ich finde das voll gut. Komm schon, bitte greif wieder Galoppa an. Komm schon, bitte, 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 nicht mich. Nein, das greift mich an. Jetzt habe ich Surfer. Von dem jungen Christus Surfer oder dem. Ah, da kriegt man. Ich weiß nicht, ich habe es einfach weggeskippt, weil ich bei dir abgelenkt war und... Ja. Oh, ich habe eine Profi-Angel geschenkt bekommen. Ja, jetzt können wir bessere Pokémon angeln. Naja. Können wir das? So, haben wir hier eigentlich in der Stadt schon Pokémon gefangen? Ja. Echt? Du weißt auch welches. Das haben wir vor dem Arena da rausgeweckt. Echt? Iguana und Bumpy waren das damals. Okay. Wir haben geangelt oben. Hier mal froh, das ging ja schnell. Wann erlernen wir eigentlich Flug? Ich glaube, nach dem nächsten Arena, nach dem. Halt, warte. Du hast gesagt, ich muss irgendwas machen. Dich heilen. Ja. Doch oben, du sollst an der. Da oben, hast du schon geheilt? Nö. Warum bist du nicht im mittleren Eingang? Wollte ich eigentlich. Du bist auf zugelaufen, hast dann gewechselt. Ich hatte seit ewigen Zeit mal wieder das Geisterfluch auf mir gehabt. Das tat schon weh. Jahre war schlau, ich wollte Ruhe ein und ersetzen, damit sein Flugtyp verliert, damit ich nicht so viel Schaden mache. Es war aber voll. Das ist doof. Gut für uns, doof für das gegnerische Pokémon. Ja. Surfer. Ich mag Surfer. Ich mag Bär. Ich hoffe, du bist relativ bereit für gleich. Surfer einsetzen. Das Team lassen wir so erstmal, oder? Ja, würde ich sagen. Expedite hat es beim Arena Cup nicht, oder? Nee. Ich würde fast sagen, starte den nächsten Kampf mal mit Smogon, damit es auf jeden Fall XP bekommt. Weil wir wollen unbedingt, dass Smogon sich entwickelt. Weil du hast gesehen, was dann scharf war. Aha. So. Surfer, Felsgrab, Aquaknarre. Ich würde Aquaknarre vergessen lassen. Ein Level, dann kann ich Mavis entwickeln. Oh, du hast es so lange durchgehalten, scheiße zu sein. Danach wirst du einfach nur voll entwickelt und scheiße. Obwohl, ich darf nicht sagen, ich habe nur durch Tuggetick den 5. Arena-Leiter ohne Probleme geschafft. Sonst wäre auf jeden Fall was gestorben. Dieses Fiona war so schlimm. Ich musste hier rum raus, ne? Lass ich Nidoking vorne? Ja, komm, Nidoking. Schaff das. MVP. Hier raus? Ja, hier raus. Ich habe Destroy getriggert. Okay. Musste ich hier raus? Ja, bist richtig. Kämpfen die noch? Du müsstest sie alle schon besiegt haben, aus meiner Kenntnis. Das war bei mir auch da. War das letztes Mal nicht da? Ich bin mir nicht sicher. Surf mal rüber. Da drüben schenkt dir einer eine Profi-Angel. Da ist ein Wassertrainer, den du machen kannst, aber nicht musst. Und danach kommt Troll. Haben wir hier schon Pokémon geangelt? Ja. Mann, ich möchte was fangen. Wir haben gleich mindestens einen neuen Encounter. Aber erstmal kommt der Startjet und Latios. Angreifen? Das ist der schenkt dir Profi angeschenkt dir, der Typ. Ah. Ich habe gerade eine Sequenz mit Latias. Ich war gerade kurz erschrocken, cool, ob ich die Aufnahme gestartet habe. Hab ich. Ich habe gerade kurz
Soundaufnahme läuft auch. Ich habe gerade schon Angst gehabt, dass ich irgendwas nicht geschartet habe. Dann würde ich sagen, Beutel. Oh, ich versteuere ein bisschen. Angel. Nicht gut. Aufheben. Ich möchte die Profi-Angel natürlich ausrüsten. Mir ist es egal. Ich darf ein bisschen mit Lapia. Möchtest du den Kampf eigentlich machen hier, den normalen? Oh! Den da oben, den habe ich nicht. Den habe ich ausgelassen. Den habe ich ausgelassen. Lass den erstmal weg. Du könntest auch den Angler machen. Den da? Den könntest du machen, ja. Hast du ein passendes Pokémon vorne? Ich habe mein Gifty vorne. Smaragd. Irgendwie stolper ich heute von einer Sequenz in die nächste. Tarnhelm. Oh. Pass auf, das kann ich selber umbringen. Pass auf, ich bin nicht in der Lage, es anzugreifen. Wieso? Ach, Gift ist. Ah, ich weiß. Okay. Ich hab einen Unlicht-Move. Nee, Unlicht auf Stahl? Flinkklaue? Ernsthaft? Wie viel Schaden macht es? Ist okay. Macht sich selber auch damit Schaden. Was viel witziger ist, Gewissheit wird dadurch jetzt gerade geboostet. Oh, warum? Weil du angegriffen hast, oder warum? Ja. Oh. Mache ich doppelt so starken Angriff. Wir kriegen gleich. Vorher nur 60, glaube ich, ja, Stärke. Ich habe Latios hier vor mir. Ach nein. Ach nee, wir müssen nicht. Galagladi. Ich glaube, wir müssen nicht dagegen kämpfen, oder? Was war Galagladi? Das männliche Gardevoir. Ach, stimmt. Psycho. Weiterkämpfen. Was? Stimmt, du bist Gift, ne? Ja, und das ist Psychokamm. Ich weiß nicht. Haut drauf, schlummert, ist es nicht. Deswegen hatte ich Angst. Weil da dir immer schwer tanzt. Du musst. Überlebe ich das? Nein. Du hast eben einen Lektorangriff mit 6 AP überlebt. Was erwartest du? Kampfpsycho, ich will mal kurz gucken, wie die Effektivitäten auf dir sind. Ich bin ausschließlich Gift. Naja. Kampf ist nicht sehr effektiv, das ist gut. Ja. Psycho ist sehr effektiv. Ist er denn wirklich. Ist nur Gardevoir Fee? Ja. Ich dachte immer, er wäre. Ich dachte immer. Ach. Okay. Oder denk gerade falsch. Gott. Psychokampf. Psycho wird dich. Wenn er Psychok drauf hat, bist du tot. Sunny regelt. Kampf ist sehr effektiv auf Sunny. Denken wurde auswechselt. Jetzt ist alles tot. Jetzt kannst du aufgeben. Das schaffst du nicht mehr, das Teil. Du kannst nicht wieder auswechseln. Das ist plus 6, dann ist eh alles tot. Du musst jetzt angreifen. Gähner. Ja, versuch. Es wird auf jeden Fall irgendwas sterben jetzt. Jetzt wird auf jeden Fall irgendwas sterben. Das ist nicht mehr lustig. Ja, muss angreifen. Ah, Geheimpower? Ich weiß nicht. Greif mit Antikraft an. Toll, wir haben was verloren. Was? Wie hast du das überlebt? Du ist plus 6. Warum greift es da? Hab ich Schaden gemacht? Wechsel aus. Mit was kannst du ein Kampf-Psycho-Pokémon safe töten? Wie Erdbeben? Nee. Hast du mir gerade zugehört? Mit Vivi Erdbeben. Ich guck nach, was für Attacken Galagladi haben kann. Gerade ein bisschen zu doof. Es hat auf jeden Fall Schlitzer. Und es hat Schwertanz. Und Schwertanz. Welches Level ist es? 28. The fuck. Es hat wahrscheinlich noch Zornklinge. Und sonst? Es könnte Konfusion haben, aber ich denke, es hat schon verlernt. Es hat noch kein. Es hat. Es wird safe 4 Moves haben. Ja, ich vermute. Also, ich sag mal, die Moves, die es haben könnte. Ja. Rundumschutz, ist dir egal. Heilwoge, Heil-Shadows-Effekte. Ja. Schlitzer, Zornklinge, Rapidschutz ist dir egal. Teleport ist dir egal. Doppelteam ist dir egal. Es könnte Konfusion haben oder Zornklinge. Es könnte aber auch alles schon verlernt haben. Ja, geh auf Nene. Vielleicht kann er dir ja keinen Schaden zufügen. Aber du kannst ihn auf Safe nur mit 2 bis 3 Hits töten.
Und ich habe schon wieder dich weitergedrückt, weil ich bei deinem Kampf so geflasht war. Warum musst du mir das immer so schwer machen? Du lachst, ich weine innerlich. Ja. Ich muss auch lachen. Bürde macht extra Schaden, wenn Zustandsveränderung hat der Gegner, oder? Ja, ich glaube. Aber trifft Geist Kampf-Pokémon? Ja. Greif mal an mit Bürde. Das müsste jetzt richtig viel Schaden machen eigentlich. Ja. Ich sag ja, ich kann's mit Nene safe rausnehmen. Mach das nie wieder. Mach das nie wieder. Mach das nie wieder. Wie viele Erfahrungspunkte ein Pokémon gekriegt? Ich bin jetzt übrigens in dem Pokémon-Kampf gegen den Vorstand. Ich bin übrigens geschwächt. Nee, geh nicht weiter. Bleib stehen. Wenn du auf die grüne Fläche betrittst, geht der Doppelkampf fast schon los. Also du gehst in... Es, ja? Du kennst doch diese eine Trainerin da, die so mit dem Umhang und so mit den schwarzen Haaren, die wir ganz cool finden, die wir beide schon mal gesehen haben, ne? Ja. Der Sprite von ihr war irgendwie verbuggt. Soll ich mich heilen gehen? Geh dich heilen. Wechsel was nach vorne, was nicht fast tot ist und relativ schnell. Ich hab einen Sekrum als Gegner. Viel Spaß. Ist Elektrodrache. Sicher? Ja. Ich hab keinen Boden-Move. Ach nee, Taucher kann ich auch noch nicht. Das ist halt viel Schaden. Oh, mach ich wenig Schaden. Nein! Oh, mein Partner wird auch gleich unnötig. Was mache ich denn jetzt? Und halte den Gegner. Nein, mein Gegner wird von Gena gleich einschlafen. Nein! Vielleicht stirbt Midoking jetzt. Nein, verarsch mich nicht. Es ist halt fast tot, ne? Mein Mate ist doch gar nicht so unnötig. Okay, es wird nicht sterben. Mein Mate hat einen Gegner rausgenommen. Okay. Aber mein Mate schläft jetzt und ich muss rauswechseln. Ich wollte gerade fragen, soll ich die Beldra gleich ablegen, wenn Nidoking schon tot ist? Nein, das ist nur fast tot. So, was ist denn gegen Drache der beste Switch-In? Eigentlich Fee, ne? Ja. Aber er ist Elektro, das heißt, mein Fee-Flug ist nicht so praktisch. Soll ich den Kampf auch schon anfangen? Naja. Drache ist nicht der richtige auf Stahl. Shana regelt. Welches Level sind die? Das erste Pokémon Sekrum ist 34. Boah. Weil ich 31, 33, 32, 33, 34, 31 bin. Machen XP-Teile und machen noch den Doppelkampf von dem Fernsehteam. Stahl auf Drache ist neutral. Kampf auf Drache auch. Er hat 6 Pokémon, ich muss ihn ein bisschen auflegen. Donnerblitz. Donnerblitz auf Mogelbaum? Okay. Das ist interessant. Ja, es hat ihn halt bald tot gemacht. Okay. Ich hätte es dafür gesorgt, dass ich Sekrom nicht mehr aus dem Kampf rausbekomme, indem es Rückzug gemacht hat. Donnerblitz. Okay. Mogelbaum ist tot. Mein Mate ist Mogelbaum gewesen. Der geht an der Beere. Verteidigung wird erhöht. Blue Tech Sword, mein Mate, das ist auch okay. Könnte schlimmer sein. Ja, das stimmt. Könnte echt schlimmer sein. Eisenschädel müsste jetzt eigentlich. Obwohl, Funkenflug und Eisen. Ein Blue Tech Sword ist schneller als mein Flugkiefer. Ich weiß nicht, ob das so gut war, den Kampf zu machen. Du bist Eis, du bist sehr effektiv, du bist doppelt effektiv auf Rayquaza. Du musst auf jeden Fall Rayquaza rausnehmen. Ja, das ist mir auch klar. Du meinst Antikraft, weil das sehr effektiv ist und du machst auf Rayquaza. Erstmal Ariados one-shotten. Nee. Du nimmst Rayquaza raus. Rayquaza ist viel zu gefährlich. Ja, Rayquaza kriege ich nicht mit einem Angriff tot. Du hast 2 Angriffe
Gestein ist sehr effektiv und Eis ist vierfach effektiv. Okay. Was könntest du schaffen? Ich würde es versuchen. Sie trifft sogar beide. Aber da wird es schwächer, ne? Das war fast schon niedlich von ihm. Na gut, es war fast. Ich habe Angst vor dem Gegner. Aber aus anderen Gründen. Warum? Warte. Oh, mit Surfer töte ich alles. Nein! Ja? Mach Taucher? Mach Taucher auf Ariados und mach Pulverschnee auf beide. Du warst schneller, ne? Ja. Ich muss einen Trank einsetzen übrigens, ne? Okay. Sekrom war halt schon ein bisschen strong, kann man sich gar nicht vorstellen. Nee, kann ich mir gar nicht vorstellen. Ach ja, ich hätte jetzt gerade ein Pokémon von mir, was boomen kann. So bum bum? Ja. Aber mein Partner müsste es eigentlich rausnehmen. Okay. Ja, was? Robustheit. Explosion. Wer ist tot? Keiner. Er hat mein Mate. Bei einem Doppelkampf wird der Damage halbiert. Auf beide halb halt. Mein Partner ist halbtot und ich habe 20% Schaden bekommen. Was hast du bitte da drin, dass du nur 20%? Okay. So. Okay. Ich habe, glaube ich, jetzt ein ganz großes Problem. Ja. Proto-Kyogre. Ah. Du weißt, was die Probleme mit Wasser-Pokémon haben? Ja. Du weißt, dass das ein legendäres ist? In Anführungsstrichen Megaform? Na, schlimmer, ne? Proto-Kyogre ist ja sofort verwandelt. Mega müssen sich ja theoretisch gesehen erstmal verwandeln. Ja. Ich geh mich mal in Ruhe heilen. Aber mein Mate ist gut, weißt du warum? Er wechselt die ganze Zeit Feuer-Pokémon rein, sodass ich nicht gefokust werde. Ich finde das voll gut. Komm schon, bitte greif wieder Galoppa an. Komm schon, bitte, nicht mich. Nein, das greift mich an. Shana ist tot. Dein Fake-Shana, oder? Das richtige Shana ist tot. So, tot. Ja. Heißt das, ich darf Nini jetzt nicht mitnehmen? Doch. Also du musst Nini rauswechseln, wir müssen dem halt einen neuen Partner zuweisen. Fuck it. Nach diesem Kampf wäre es mega Flunkiefer geworden. Wirklich, im finalen Kampf muss so ein Scheiß passieren. Wer wird denn der neue Partner von Nene? Das müssen wir gucken. Wir müssen dafür noch einen neuen fangen. Wir haben ja noch ein Ei, was wir dazu einen neuen Partner machen können. Und ein... Wir haben noch ein Ei? Wir haben noch ein Ei, was wir für einen neuen Encounter bekommen. Das ist so Ei, weißt du? Ach, stimmt. Dann würde ich sagen, wird das so Ei der neue Partner. Na, wir gucken mal, was besser bei beiden ist. Ja. Das tut mir gerade ziemlich weh. Ja, ich würde sagen, gut, dass ich noch nicht im Kampf bin. Ich möchte schon fast aus Prinzip Potrot mitnehmen. Würde gerade fast aus Prinzip irgendwie gerade schreien aus dem Zimmer laufen. Ja, verständlich. Ich würde einfach Potrot wegen der Deathmatch nehmen. Ich hatte einfach mal 85 Leben und wurde von einem Wassermove rausgenommen. Von einem Wassermove? Shana von einem Wassermove rausgenommen und ich hatte die Assault Vest von auch mal 50 Death erhöht, ne? Krass. Und es war ein Galoppe auf dem Feld. Warum greift es mich an? Ja. Ich muss mal gerade einen Schluck trinken. So typisch hat es im finalen Kampf passiert. Warum hat mein Trainer nur Feuerpokémon?
Erst Glutexo Galoppa Glumanda. Nein, ich töte gerade meinen Mate, weil ich vergessen habe, dass Surfer auf alle geht. Sorry, Mate. Ich hoffe, er haut mich nicht dafür. Ich habe jetzt auch Angst, Smogon mitzunehmen. Musst du ja mitnehmen. Ich bin doch im Kampf damit. Ich bin doch gar nicht im Kampf drin. Ja, du musst trotzdem mitnehmen, welche Pokémon ich dabei habe. Ja. Ich bin am Überlegen, ob ich einfach warte, bis du durch bist mit dem Kampf. Und ich muss ja halt einen neuen Mate mitnehmen für Nene. Mein Mate hat scheiß Pokémon, aber gute Attacken. Ja, reicht doch. Juwelenkraft auf Spoink. Interessant. Ich würde Milzer gerne mitnehmen. Mein Mate ist zu strong. Du machst alles ohne Mate. Freu dich. Aber gerettet hat er dich leider nicht. Nee. Hätte ich eher mit Empoleon reingehen sollen. Weil Empoleon macht halt keinen Schaden gegen Proto Kyogre. Das hat mir Angst gemacht, ne? Ja. Boink, so broken. Psy-Schock, Juwelkraft. Alles vom Gegner. Krass. Ich hab gewonnen. Aber für was für einen Preis habe ich gewonnen? Ja. Dann würde ich sagen, lass mal das Team abstimmen, dass ich auch den Kampf machen kann. Ich bin noch in der Sequenz. Ach so. Wir können auf der neuen Route theoretisch gesehen den neuen Partner fangen, wenn du möchtest. Und wir können erstmal den normalen Encounter fangen und gucken, was für Pokémon es da gibt. Richtig.